Flüssigkeitsgas im Terminal. Oh oh, hört sich nicht gut an. Es ist eine Art modifiziertes Stuxnet-Virus. Modifiziert, modifiziert. Es lässt sich an neue Hardware-Umgebungen anpassen und sendet Details zu den Systemanforderungen nach Hause. Und von dort wird es on the fly an das neue System angepasst. Oh, das ist klasse. Ich meine scheiße, aber cool. Waren das eure Leute? Scheiße, ich dachte eher an deine Freunde. Ja, aber das ist gut und sehr gefährlich. Kann jedes infizierte System lahmlegen. Ha, habe ich auch schon gemerkt. Versuch's mal. Auf der anderen Seite vom Atlantik. So. Neue Mission. Flüssigkass in Terminal. Du wechselst so lange die Frequenzen, bis du jemanden erreichst, okay? Briggs, Neuigkeiten über das Schiff? Die Verbindungen nach draußen sind fast alle unterbrochen. Wir können niemanden erreichen, aber wir arbeiten dran. Charlie. Das Virus, ich habe die Quelle gefunden. Es wurde aktiv, als wir Sams Tablet aus Mirava untersucht haben. Niemals das System. Ich habe doch nur ein paar Sicherheitsprotokolle modifiziert. Ich wollte alles etwas schneller machen. Deinetwegen kam es ins System? So haben die uns in Mexiko entdeckt. Nein, das war anders. Nachdem wir gelandet waren, da habe ich ein ehemaliges Mitglied des Kartells kontaktiert. Die Engineers haben Kopfgelder auf uns ausgesetzt. Bestimmt hat er mich verraten. Charlie, wieso? Läuft! Amerikas Benzin war erfolgreich. Deshalb ist die Direktive zum Schutz der Regierung in Kraft. Was war Ihr Ziel? Sorry, Sam, es kommen sehr viele Daten rein. Da ist es. Sieht nach Louisiana aus. Sabine Pass. Ein Gastanker. Oh mein Gott. Sabine Pass. Da steht die fetteste Raffinerie der Golfküste. Die Engineers haben die Anlage zuerst mit einem Virus und dann mit dem Tanker attackiert. Die Notsysteme waren ausgeschaltet. Ein Komplettausfall. Das Virus arbeitet genau wie das, das unser Flugzeug erwischt hat. Oh Scheiße. Jede Raffinerie an der Küste ist damit infiziert. Wenn das Feuer überspringt. Fackeln sie allesamt ab. Na, dann starten wir mal. In einer brennenden Raffinerie geht man nicht subtil vor. Das SMI empfiehlt daher Aufklärung mit dem Trikopter und Splittergranaten für maximalen Schaden. Splittergranaten? Ja. Hab ich nicht. Ja, und jetzt? Okay. Kommen wir ohne aus. Nähern uns Absprungzone, Sam. Bereit? Pilot leitet Sinkflug ein. Reduzieren Geschwindigkeit. Und 3, 2, 1, los, 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 los! Grim, Sam ist drauf. Verstanden. Dann mal los. Flüssiggas. Ein Terminal. Mal gucken, ob wir das schaffen und wie oft wir. Neu anfangen müssen. Grim, bin gelandet. Bewege mich jetzt zum Hubschrauber. Sam, die Fields scheinen unter starkem Beschuss zu stehen. Engineers. Bestätigt. Sind festgenagelt. Wer weiß, wie lange sie noch standhalten. Sie werden nicht feuern, also hören Sie auf mich zu zielen. Ich will Ihnen helfen. Wer sagt, dass wir Hilfe brauchen? Was machen Sie hier? Undercover-Einsatz.
Sollen Sie die Anlage hier sichern? Die hatten uns beauftragt, den Tanker zu schützen, aber zu spät. Danach sind wir hierher gekommen und haben die Angreifer verfolgt. Wir hatten beinahe den Anführer. Dann ging alles den Bach runter. Grimm, hochrangiges Mitglied der Engineers vor Ort. Zeig mir den Weg. Angegriffen. Auf dem Weg. Grimm, ich brauche den Chefingenieur. So schnell ich kann. Fuck it.
stehen eine Menge Gegner vor dir. Sam, du befindest dich in einem Irrgarten. Nutze ihn zu deinem Vorteil. Das mache ich doch immer. Warten auf Rettungshubschrauber. Bleib in Bewegung. Orientierungspunkte. Da vorne ist die Feuerwache. Die Erstversorger sind direkt davor in Deckung gegangen. Das Feuer ist außer Kontrolle. Du musst alle Engineers ausschalten, bevor sich das Notfallteam wieder an die Arbeit machen kann. Sam, du bist in einem...
Dann los! Ich von der anderen Seite probieren sollen. Das Feuer ist außer Kontrolle. Du musst alle Ingenieure ausschalten, bevor sich das Notfallteam wieder an die Arbeit machen kann. Sam, du bist in einer Umgebung mit vielen Gegnern, die alle schwer bewaffnet sind. Schalte sie einzeln aus, sonst wirst du überrannt. Ey, du Blödmann! Das
Feuer ist außer Kontrolle. Du musst alle Engineers ausschalten, bevor sich das Notfallteam wieder an die Arbeit machen kann. Sam, du bist in einer Umgebung mit vielen Gegnern, die alle schwer bewaffnet sind. Schalte sie einzeln aus, sonst wirst du überrannt. Bereich um die Feuerwache ist sauber. Und du? Ich habe den Chefingenieur. In
Informier mich. Chief, alles okay. Ihre Männer können weiterarbeiten. Danke für die Hilfe. Jetzt können wir endlich alle evakuieren. Kann man das Feuer nicht irgendwie löschen? Die Hauptgasleitung pumpt das Gas direkt ins Feuer. Wenn's die Pipeline erreicht, macht's Peng. Wir könnten genauso versuchen, es auszupissen. Wie geht's ihm? Verstanden, Sam. Suchen Ausgang für dich. Nein, ich meine, warte. Wenn du ein Terminal finden kannst, kannst du den Virus ausschalten, das System reinigen. Chief. Wo ist der Kontrollraum? Oben im Terminalbereich. Ist zu gefährlich da. Ich habe Verstärkung, das wird schon. Viel Glück, Chief. Wenn ihr einer Glück braucht, dann Sie. Wenn du es bis in den Terminalbereich schaffst, kann Charlie den Gaszufluss stoppen.
geschafft, Charlie. Hab vollen Zugriff auf Lampen, Türen, Überwachungskameras. Moment, das könnte der Anführer sein. Er ist als Sanitäter verkleidet. Schick dir die Position. Dann los. Öffne eine Tür, ist der kürzeste Weg zu ihm. Bleibt wachsam. Die Ingenieure wissen jetzt, dass wir hier sind. Sichere dich. Verstanden, Sam. Sam, auf den Blaupausen sind Lüftungsschächte. Kannst du mit ihnen die Gegner austricksen? Wenn's da drin noch nicht so heiß ist. Ja, wieder klar. Bleibt wachsam. Die Ingenieure wissen jetzt, dass wir hier sind. Sichere dich. Verstanden, Sam. Sam, auf den Blaupausen sind Lüftungsschächte. Kannst du mit ihnen die Gegner austricksen? Wenn's da drin noch nicht so heiß ist. Systeme sind wieder aktiv, die müssen hier eingedrungen sein. Sichert den Abschnitt, bewacht den östlichen Bereich und haltet mich auf dem Laufenden. Los! Du müsstest den Anführer jetzt sehen, Sam. Ja, ich gehe rein. Der Kerl versucht zu fliehen. Ich folge ihm. Folge ihm.
Ey, du blöd Sau, du. Zuerst. Sadiqs Plan. Rede. Zu spät. Was habt ihr getan? Eure Präsidentin hat eure Leute auf einem Silbertablett an Sadiq geliefert. Denver, der Bunker. Sadiq hat dort auf sie gewartet. Es ist vorbei.
Habt ihr die Präsidentin erreicht? Versuchen's noch. Es gibt was Neues vom SEAL-Team. Alles okay. Wir tanken auf und starten in 20 Minuten. Hey, ich weiß deine Hilfe zu schätzen. Danke. Hast du einen Moment? Kannst warten. Nichts Wichtiges. Besprechen wir später. Grim, das Virus. Mexiko, er muss es wissen. Muss er nicht. Hab Mist gebaut. Ach, echt? Wieso deckst du mich? Wieso willst du mich noch dabei haben? Das wollte ich nie. Danke. Hast gefragt. Du hörst nie zu, glaubst, dass du alles weißt. Für dich ist der Job nur ein einziges Spiel. Bist du fertig? Nein, bin ich nicht. Weißt du, was mich am allermeisten an dir stört, Charlie? Dass du so gut bist. Das Einzige, das zwischen Sadiq und der Welt steht, ist dieses Team. Ich kann nicht riskieren, dass Sam dich aus dem Flugzeug wirft. Tut mir leid. Dann überleg, wie du es wieder gut machst.